Moin und willkommen auf meinem Videokanal. Heute geht es um ein Küchenmesser, dieses Kreuzblume Chefmesser, bestellt bei Dirk Wanger von Messer & Co. Dieses Messer habe ich mir bestellt, weil ich damit ein bisschen was vorhabe, was ich euch in diesem Video erklären und dokumentieren will. Es geht, wie gesagt, um ein Kreuzblume-Messer. Kreuzblume ist eine Firma, die es in Solingen gegeben hat. Mittlerweile ist sie pleite wie vieles andere. Warum habe ich mir dieses Messer bestellt? Es geht mir in erster Linie um die Dicke dieses Messers. Es ist ein relativ dünnes Messer. Das Messer hat am Klingenrücken lediglich eine Dicke von 2 mm. Und in verschiedenen Messerforen wird immer wieder von dünn geschliffenen und dünnen Messern, sogenannten Lasern, gesprochen. Und ich habe mir gedacht, das will ich auch, aber ich will keine mehrere hundert Euro ausgeben. Und von daher mache ich mir eins selbst. Und dieses Messer ist zum Beispiel im Messerforum dafür als geeignet erwähnt worden. Also flugs bestellt. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Was mir allerdings auch immer klar war bei diesem Messer, war, dass ich mit der Griffform nicht klarkomme. Normalerweise arbeite ich mit diesem Zwilling 5 Star mit dem entsprechenden Messer dicker, aber der Griff ist ziemlich gut. Und darum war mir klar, ich muss ein bisschen mehr machen als nur ein bisschen dünn schleifen. Da muss ein bisschen mehr passieren. Projekt heißt also Messer schleifen auf optimale Schärfe und neuer Griff. Das Messer ist schon relativ dünn, auch an der Schneide, aber wir können da noch was tun. Beim Griff ist mir klar, dass der Griff auf meinen Pinch-Grip, den ich normalerweise nutze, optimiert werden muss. Dieser Griff ist dafür denkbar ungeeignet, er ist viel zu dünn. Er hat lediglich 1,4 mm Dicke. Damit kann ich persönlich nicht besonders gut arbeiten. Den hätte ich gern dicker, also mein neuer Griff wird auch noch dicker als der alte. Und wie gesagt, Laser und Dünnschliff heißt, da passiert auch noch so ein bisschen was an der Klinge. Zurzeit hat die Klinge über der Warte ca. 2 mm eine Dicke hinten von 0,3 mm. In der Mitte ebenfalls von 0,3 mm. Das ist in Ordnung, das kann man so lassen. Aber an der Spitze ist eine Dicke von 0,5 mm. Das muss dünner. Projekt lautet also, dünner schleifen, neuer Griff. Wie soll der Griff aussehen? Wie gesagt, ich arbeite mit dem Zwilling, was ihr eben schon gesehen habt. Das zeige ich euch nochmal. Dieser Griff ist schon ziemlich optimal mit den Wölbungen, die er hat. Allerdings ist er für den Pinch-Grip vorne am Kropf relativ dick und ungeeignet. Und der Übergang ist nicht schön. Ich habe hier noch ein anderes, ein altes Santoku. Das ist ein Ganzstahlmesser. Da ist das mit dem Griffübergang viel besser gelöst durch die Anschrägung. Der Pinch-Grip funktioniert hervorragend. Damit kann ich gut arbeiten. Der neue Griff muss sich also so ein bisschen daran orientieren. Das heißt, er wird vorne dünner werden und langsam ansteigen. Gleichzeitig wird er aber ungefähr die Form von dem Zwilling bekommen, was natürlich aufgrund der Konstruktion mit einem Halberl, den wir bei dem Kreuzblume haben, ein bisschen schwierig wird. Aber ich zeige euch, wie es geht. Also, Griff runter, Pins ausbohren, neue Pins dran, aus Messing werden die gemacht werden. Und das Holz habe ich auch schon. Ich habe mir bei einem örtlichen Drechsler auf seinem Dachboden Holz besorgt. Er hat mir das als Makassar-Ebenholz verkauft. Makassar-Ebenholz ist eigentlich gelb-schwarz. Das ist kein Makassar-Ebenholz. Ich habe aber auch keine Ahnung, was es ist. Es ist hier an den Stirnseiten ein bisschen braun und auch an der anderen Seite, die er gesägt hat, ist ein bisschen braun. Da, wo ich gesägt habe, ist es rötlich. Rötlich-schwarz. Sehr schöne Farbe, ganz prima. Ich habe schon mal eingezeichnet, wie ich die Blöcke sägen werde. Das wird das Griffholz. So wird der Griff hinterher aussehen. Zunächst muss aber erstmal der alte Griff runter und dann geht es
weiter. Ich denke, wir werden hier ein schönes Ergebnis bekommen. Ich hoffe es mal. Wir werden sehen, wie es wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, Griffhölzer sind fertig. Das Ganze ist, der alte Griff ist entfernt. Überraschung, Überraschung. Wir haben hier den Halb-R auch nochmal ein bisschen reduziert von der Größe. Kommen wir da auch nochmal später zu. Und weitere Überraschung. Die Pins sind keine 6 mm, sondern die Pins sind 3 mm. Prima, klasse, wir kaufen einen neuen Messingstab. Konnte man von außen nicht sehen. Die haben da irgendwie links und rechts Platten drauf gesetzt. Und dann machte es den Eindruck, als wären es 6 mm Pins. Tatsächlich sind sie wesentlich dünner. So, dann habe ich hier die beiden Hälften, aus denen ich den Griff bauen will. Die eine Seite, habt ihr bereits gesehen, habe ich ausgefräst. Passt gut. Ich muss sie auch ausfräsen, denn wenn ich das einfach nur so zusammenstöpseln würde, hätte ich hinten einen Zwischenraum, den ich irgendwie auffüllen müsste, oder es wäre schräg oder sonst irgendwas, will ich nicht. Also ausfräsen. Und zwar auf beiden Seiten, damit es gleichmäßig ist. Hier habe ich es also schon gemacht. Warum kann ich es nicht einfach oben, von oben reinstecken? Kann ich nicht, weil ich hier oben ja eine Wölbung haben will. Mache ich also nur einen Schlitz, kann ich diese Wölbung, die ich oben und unten haben will, nicht realisieren. Oder ich müsste den Zwischenraum auffüllen. Das will ich aber nicht. Also ausfräsen. Wie kriege ich das jetzt hin, dass die beiden Griffschalen gleichmäßig sind und beziehungsweise die Bohrungen in den Griffschalen gleichmäßig sind? Ich habe, wie gesagt, bei dem einen schon ausgefräst, die Griffschalen markiert. So aufsetzen geht nicht. Ich kann auch nicht einfach von oben durchbohren. Also werden hier die Griffschalen durchgebohrt. Das ist markiert und es wird durchgebohrt. Wenn ich das dann gemacht habe, lege ich einfach dieses Stück auf, verbinde die beiden Sachen mit Klammern, mit Kleber oder nicht mit Kleber, sondern mit Klebeband oder ähnlichem und bohre dann nochmal durch die bereits gebohrten Griffschalen durch und habe dann natürlich genau, passgenau die Löcher für die Pins. Das ist überhaupt kein Problem. Man muss halt nur darauf achten, dass man es sauber durchbohrt und vorher sauber verbindet, passgenau verbindet. Wenn ich das dann habe, kann ich die Klinge wieder auflegen auf die Pins, kann die Konturen einzeichnen und kann dann das Stück, was ich habe, wieder genau anpassen. Ich habe das auf der einen Seite, wie ihr gesehen habt, schon gemacht. Das ist ein bisschen unsauber, das macht aber nichts. Wenn ich das ganz glatt hätte, dann würde der Kleber nicht vernünftig halten. Also es wird auch im hinteren Teil überall noch Vertiefungen geben, die den Kleber halten. Und darum ist es auch nicht schlimm, dass es dort bei der R etwas unsauber gefräst ist. Auch das hält den Kleber optimal. Überall werde ich mit dem Kugelkopffräser noch kleine Löcher und kleine Vertiefungen reinsetzen, die es dann ermöglichen, dass der Kleber überall optimal hält. Das werde ich auf beiden Seiten machen und dann habe ich eigentlich die Hoffnung, dass der Kleber sauber das Ganze hält und dann kann ich auf das Ding einsetzen und habe eine wunderbare Geschichte. Was mich ein bisschen überrascht hat, wie gesagt, ist der R. Von außen sieht der ziemlich lang aus, als man das Messer gesehen hat. Super klasse, 3/4 des Griffes war mit R. Ich nehme den Griff ab und stelle fest, hey, die Solinger sind pfiffig. Die haben den R gleich dahinter erstmal abgeschrägt, sodass unten der R um mindestens 1/3 kürzer ist. Naja, so sind sie, die alten Solinger, Geld sparen, wo es geht. Es geht weiter.
Upsi. So, der Schliff ist fertig, der Griff ist fertig, er ist grundsätzlich so geworden, wie ich es mir gedacht habe. Das Licht ist jetzt schon ein bisschen dunkel, ihr könnt die Maserung jetzt zurzeit noch nicht so gut sehen, das kommt später bei einem besseren Licht sicherlich nochmal raus. Der Griff ist erheblich dicker geworden, genauso wie ich es mir gedacht habe. Die Rundungen oben und unten sind ausgeprägt vorhanden. Ich habe das jetzt erstmal so genommen und eigentlich passt es jetzt im ersten Moment auch ganz gut. Ich werde diesen Griff jetzt ausprobieren, um dann festzulegen, ob mir die Form endgültig gefällt. Das mit den Pins und dem Verschleifen der Pins hat auch hervorragend geklappt. Geklebt hat es auch prima. Es gibt keine Lücken in dem Griff. Es gibt keine Lücken, die irgendwie aufgegangen sind. Der Kleber hat gut gehalten. So, das ist jetzt die Form, wie sie endgültig ist. Ich habe es, wie gesagt, ausprobiert und habe dabei festgestellt, dass mir der Bauch unten am Griff zu groß gewesen ist. Oben passt es hervorragend. Unten habe ich ein bisschen weggenommen nochmal. Danach habe ich es geschliffen. Immer in den üblichen Abmessungen. Die letzte Körnung beim Schleifpapier waren dann 600er. Ich habe hier auch noch mal ein bisschen Griffmulden eingearbeitet, dass meine Finger hervorragend passen. Es ist eine wunderschöne Maserung. Der Griff ist prima verklebt, keine Lücken, nichts drin. Alles prima geworden, genauso wie ich es mir gedacht habe. Es hält hervorragend. Die Pins sind wunderschön verschliffen. Ich habe, wie gesagt, immer noch keine Ahnung, was das für ein Holz ist. Wenn mir das einer sagen kann, fände ich das prima. Ich glaube ja, dass es Ebenholz ist. Ich weiß es aber nicht. Pinchgrip passt hervorragend. Das heißt, auch der Teil vorne am Griff, den ich ein bisschen dünner gemacht habe, lässt es hervorragend zu, dass man mit dem Pinchgrip arbeitet. Aus dem Grunde konnte ich allerdings keine richtige Kante oder keine Kopfplatte einsetzen, denn dann hätte das mit der Klinge nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe, und ich hätte vor allen Dingen diese Anschrägung nicht so machen können. Die Kopfplatte wäre so klein geworden, die habe ich mir gespart. Wie gesagt, hier habe ich nochmal ein bisschen weggenommen. Das passt jetzt hervorragend, meine Finger passen da ganz genau rein. Das habe ich genau so gemacht, nachdem ich es ausprobiert habe, dass es für meine Hand hervorragend passt. Man kann es auch ein bisschen weiter hinten fassen, passt immer noch. Also eine wirklich gute Lösung. Der Griff wird jetzt stabilisiert mit Leinöl und Wachs. Es wird nochmal geschliffen, aber ausgedünnt habe ich es noch nicht. Das Video zum Ausdünnen spare ich euch. Und auch den Klingenrücken werde ich nochmal abrunden. Und dann kommen wir als nächstes zu den Ergebnissen meiner Schleifarbeiten, die es dann geben wird. So, Schleifen ist fertig. Es ist ziemlich dünn geworden. Ich zeige euch das mal hier mit dem Wetzstab. Ihr seht, das Ding ist, man könnte sagen, nagelgängig, in diesem Fall korrekterweise wettstabgängig. Papier, überhaupt kein Thema. Das geht da durch wie nichts, wie Butter. Da hakt nichts, das ist ganz hervorragend. Das ist ein gutes Ergebnis, wie ich finde. Ich mache jetzt nochmal einen Tomatentest gleich, um euch zu zeigen,
wie das Ganze mit einer sehr, sehr reifen Cocktailtomate funktioniert. Ihr kennt das, ohne Festhalten, ohne Druck, einfach durchsäbeln. Es rutscht so ein bisschen hin und her. Also war doch sehr reif die Tomate, viel Flüssigkeit, aber geht. Man kommt da prima durch. Man kann hauchdünne Scheiben schneiden. Das ist genau das Ergebnis, was ich gewollt habe beim Dünnschliff und beim Anschliff. Jetzt muss ich nur noch ausprobieren, wie standfest dieser ganze Schliff ist. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Nehme aber an, dass der sich sicherlich nicht mit den japanischen Messern messen kann. Denn wir haben es hier mit. So, das ist das Ergebnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Ich werde sicherlich noch mal berichten in einem Kommentar unten, wie sich das Messer dauerhaft schlägt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.